Schönen guten Morgen. Ich bin absolut nicht ausgeschlafen. Wow. Ja, aber Angies Tochter hat ja heute Geburtstag und da wollte ich Angie gerne von der Arbeit abholen, dass sie den Stress mit dem Bus nicht hat. Und ich muss noch das Gästebett von mir mitnehmen. Das wollte ich eigentlich mit meinem Sohn zusammen runtertragen. Ja, habe ich jetzt aber keine Gelegenheit mehr dazu, das mit ihm zu machen. Also muss ich das irgendwie alleine von da oben runterbringen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Aber werden wir jetzt gleich sehen. Das Bett ist größer als gedacht, aber Rückbank umgeklappt, funktioniert doch alles. Großes Auto ist immer von Vorteil. So, das war erledigt. Angie hat mir auch geschrieben, weil ich sie gefragt habe, wann hat sie denn genau Feierabend, um 12 oder um 1, aber es ist erst um 1. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit, die ich nutzen kann und ich habe ja immer was zu tun, ne? Wenn ich aber mit einer nicht angetriebenen Rolle dann quasi auf Schlamm stecke und die andere aber dreht legt. Na gut, aber nichts passiert. So, jetzt gehe ich ins Bett. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich aufgestanden bin. Habe ich doch noch gut was weggeschafft. Jetzt fahre ich zu Angie, die hat mir geschrieben, ich soll mich ins Parkhaus stellen. Ja, und dann gehen wir nochmal in die Stadt. Das besorgen wahrscheinlich und dann geht's zu ihr. Parkhaus, yeah, geschafft. So, jetzt wollen wir mal schauen, wo Angie rumsteckt. Ob wir sie auf dem Weg treffen oder ob sie noch auf der Arbeit ist. Mal gucken. Ich habe sie gefunden. Sie stand schon vor der Praxis, hat auf mich gewartet. Ja, manchmal ist das so. Ja. Ich bin zeitig vor der Tür. Super. Gut. Und ich habe meine gelbe Mütze wieder auf, ja? Oh ja. Wollte ich nur mal sagen. Weil es ist kalt heute. Ja, wir gehen jetzt mal Richtung Kaufhof. Ich wollte da noch was schauen. Das ist gut. Und vielleicht was essen. Ich habe Hunger. Ach, das auch noch? Ja. Das geht. Gucken wir mal. Eben noch schnell ein Geschenk für Angies Mutter gekauft. Jetzt ja. Haben wir hier lecker Essen im Nudeltöpfchen. Mama, ich habe dein Geburtstagsgeschenk. Und, oh super, danke Bus. Naja, auf ja, jeden jetzt Fall. Sind wir satt. Ich habe hier ja noch nie gegessen, aber es war super lecker. Ja, es war wirklich gut. Die Nudeln sind die besten in Hanau. Es war jetzt vom Ambiente nicht so super schön, aber die Nudeln sind spitzenmäßig. Ja, war auf jeden Fall so lecker. Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen besorgen. Brauch noch ein bisschen was fürs Frühstück morgen, ne? Nur Kleinigkeiten. Machen wir mal los.
gerade wieder eine Aufnahme ohne Ton gemacht. Naja. Im Grunde genommen haben wir nur gesagt, dass wir jetzt hier sind und dass Angie jetzt noch eine Schokocreme machen muss für eine Schokocremetorte. Ja, und dass die Katze miaut und miaut und beschmust werden will. Das steht alles an, bevor es nachher zum Konzert geht. Haben wir alles eben schon gesagt? Ich hab's wieder nicht gescheit aufgenommen. Ich nehm's auf meine Kappe. Hier neben mir werden jetzt gerade noch Vlogs von irgendwelchen Vloggern angeguckt. Und dann fahren wir los nach Darmstadt. Oh yeah. In die Zentralstation, wo sich Judith Holofernes die Ehre gibt. Ja. Freue ich mich schon drauf. Freust du dich auch, Loki? Du darfst leider nicht mit, aber... Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Wir sind in Darmstadt. Das letzte Mal, als wir hier waren, das war hier zu dem Fest, ne? Zu ja. Dem Festival. Ja. Schlossgrabenfest. Genau. Jetzt sind wir auch hier am Schlossgraben, aber hier ist Baustelle und es ist deutlich kälter. Und Till hat nur ein T-Shirt an. Die Leute glotzen uns alle an. Echt? Ja, ich glaube schon. Die denken, was ist das für ein Irrer? Ich habe ja wenigstens noch meine Strickjacke mit einem T-Shirt. Ich nicht. Ja, super. Ich bin hart im Leben. Wir müssen hier rechts. Ja. Wir warten. Zum Auto zurückgeflitzt. Es regnet nämlich. Es regnet Windfäden draußen. Ja. Das ist sehr eklig. Warte mal ganz kurz. Ich will vielleicht doch nicht auf der Armatur liegen. Vielleicht gibt das Ruckelgeräusche. So. Was sind wir jetzt zum Auto zurückgeflitzt? Durch den Regen. Ja, es regnet Windfäden draußen. Es ist richtig eklig. Wir sind relativ früh wieder fertig. Es ist Viertel vor zehn. Zwei Zugaben gespielt. Drei. Ja, Vorgruppen sind out. Also gibt es nicht keine? Mehr. Und naja, ja. Sie ist mit einer akuten Stimmbandentzündung auf der Bühne, zugedopt mit Medikamenten. Ja, das ist immer so ein bisschen Fahren mit angezogener Handbremse, sage ich. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Klar, die wollen die Konzerte nicht absagen. Andererseits, ja, man merkt das halt auch, wenn man unten steht, finde ich. Also es hat unheimlich lange gedauert, bis Stimmung aufkam. Ja, ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Was mir nicht so gut gefallen hat, dass eigentlich nur drei oder vier Lieder von der neuen Platte überhaupt gespielt worden sind. Das fand ich ein bisschen traurig. Da war unglaublich viel altes Zeug dabei, was ich jetzt halt nicht kenne, weil wenn man jetzt die ganzen alten Sachen nicht kennt, ich habe jetzt gedacht, huh, ja, jetzt die neue Tour, die neue Platte, kennst du jetzt, geil, da kannst du schön. Und beim ersten Mal standen wir da und konnten nicht mitsingen, weil die CD noch nicht raus war. Ja, und jetzt und wurde jetzt einfach nicht viel davon gespielt, obwohl die Tour eigentlich so heißt. Also bin ich ein bisschen traurig drüber eigentlich, weil da echt schöne Lieder drauf sind und ich mich da eigentlich drauf gefreut habe. Also es waren drei Lieder während des ganzen Konzerts und jetzt ein Lied bei der Zugabe. Was ich da eigentlich richtig kannte, also ja, das eine oder andere kannte ich schon, aber... Da waren halt sehr viele Wir sind Helden-Nummern dabei. Jo. Das ist halt wirklich dadurch geschuldet, dass sie, denke ich mal, bei Sing My Song mitgemacht hat und da ja quasi als Sängerin von Wir sind Helden dargestellt wurde. Und das verkauft sich dann natürlich besser Tickets. Also erstmal, die Location war größer als das letzte Mal. Das heißt, das ist der positive Effekt davon. Der negative ist natürlich, dass du quasi dann das Publikum, was kommt, auch bedienen musst. Gut, also das Publikum war jetzt eigentlich, finde ich, nicht anders, wie es in der Peter und Paul Kirche auch war. So riesig viel größer war jetzt die Location, finde ich, auch nicht. Also es war übersichtlich und es war auch Platz. Also wir standen in der zweiten Reihe und haben uns da nicht reingedrängelt. Also wir sind ja ganz normal bei Saalöffnung rein, haben uns vorne hingestellt und da standen wir und da wurde nicht rumgeschubst oder irgendwas. Nein. Das war sehr angenehm gewesen. Also wir standen quasi
anderthalb Meter von ihr jetzt weg. Das war schon schön gewesen. Ja, aber jetzt nicht Atmosphäre schön und ja. Also es war schon eigentlich schön, aber halt... Ich will das auch nicht schlecht reden. Es war schon ein schönes Konzert, aber man kennt es halt auch schon besser. Also ich muss auch sagen, dass mir das erste Konzert, wo ich von ihr war, besser gefallen hat als das Konzert. Obwohl ich die Lieder jetzt nicht kannte. Schieben wir es mal auf die Krankheit besser. Einfach. Doch. Nee, würde ich so jetzt nicht sagen. Wie gesagt, ich hatte jetzt einen anderen Grund, warum es mir jetzt nicht so gefallen hat, als du hast. Ja, ich fand das jetzt mit der Krankheit gar nicht so schlimm. Wie gesagt, ich hätte halt die Liederauswahl einfach anders gemacht. Aber neben uns diese Hardcore-Fans, die kannten ja alles. Also gibt's ja auch immer. Ne? Jetzt müssen wir, glaube ich, mal aus dem Parkhaus rausfahren. Ja, wir haben nur eine Viertelstunde. Bevor und dann, wir die, sonst kommen wir nicht mehr raus. Genau. Also. Haben wir da auf dem Heimweg gerade nochmal angehalten für einen kleinen Snack. Genau. Und jetzt habe ich auch schon ein bisschen kleine Augen, weil ich bin ein bisschen eingeschlafen auf der Couch. Ich bin schon so lange wach heute. Ja, das ist immer so das Problem. Ich komme aus der Nachtschicht und bin topfit und sie ist dann total fertig. Ja, ich bin halt ins Bett, als du... Naja, ich bin aufgestanden, als du ins Bett gegangen bist, sagen wir es mal so. So in der Art, genau. Aber also schon relativ lange, deshalb bin ich echt müde jetzt. Ja, ist so. Wir müssen einen Kompromiss finden. Eben, der Kompromiss ist, ich muss mit ins Bett. Aber nicht dramatisch. Du musst mit ins Bett, wie sich das anhört, ne? Ich dachte, du gehst gerne mit. Na gut, schauen wir mal, ob das jetzt erfreulich wird. Gute Nacht. Bis morgen, 18 Uhr. Ciao.